Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 und dem Beagle. Ich habe nachgeguckt, der doch in der einen Kammer, wo ich... Okay. Ja, ja. In der einen Kammer, wo ich dachte. Lass uns mal schauen. Ich kann hier nicht reisen. Ach so, nee, das geht nur in der Kammer. Let's take a break, shall we? Ja, ja. Da ist der Seed gewesen. My bad. Kann man dazu flucht? Nehmen wir mal ab hier. So, jetzt bin ich hier. Ich muss nach oben, in der Tat. Wie komme ich jetzt nach oben? Alright. Alright. Sagt sie, alright. So, jetzt komme ich ja hier nach da oben. Ich weiß auch nicht, warum ich mich hier, ich sag mal, so schwer tue. Falsch, Karte. Warte mal, Leute, ich habe auf der... ich habe auf der Karte gesehen, wo das sein soll. Ach so, das ist eine Etage tiefer. Da, wo die drei Blöcke sind. Wie komme ich da hin? Nee, da komme ich... Nee. Das bringt mir nichts. Ich weiß noch nicht ganz, wie mein Plan aussieht. Also... keine Vorurteile hier. Hier ist die Balliste nämlich. Ja, that's not the thing I want to do. Oder? Nee, ich glaube nicht, dass das ist, was ich tun möchte. Okay, wartet mal. Da geht's ja dann nach unten, das bringt mir nichts. Ah, ah. Ach, Mann, ey. Ich sehe auf der Karte genau, wo das ist. Ich muss nur gucken, wie ich da hinkomme. Ja, doch von da aus, ne? Ja, doch von da aus. Und zwar dann hier rüber. Und dann hier wieder zurück. Sag mir nicht da, wo ich gesagt habe, oh, da muss ich gar nicht lang gehen, ne? Das wäre es gewesen. Wetten. Okay, jetzt schauen wir mal, wie ich da hinkomme. Da ist die Treasure Chest. Das hat mir jetzt was genau gebracht. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Das bringt mir immer noch nicht so viel. Ah, schaut mal einer, guck. Auf geht's. Das war genau das, wo ich sagte, ach guck mal, da muss ich doch nicht lang gehen. Naja, was ist das denn jetzt schon wieder? Eis, dann dürfte Feuer doch klappen. Now I'm pissed. Dann dürfte Feuer klappen bei Eis. Persona! Go down! Was? Das ist unverschämt. Kann ich dich schocken oder? Ja. You're the best appearance.
Jetzt aber bitte nicht daneben, ja? Oh, come on, was? Ja, das dürfte reichen. Okay, dann habe ich das gefunden. Man merkt aber, dass die Paläste ein bisschen anspruchsvoller werden, weil man kann viel schneller Sachen übersehen. Naja, jetzt habe ich ja alles. So, denn die würde ich schon gern mitnehmen. Kann ich ja Mementos eintauschen, wenn ich jemals wieder ins Mementos komme. Das Training muss ich allein schon. Kristall des Zorns. Ja, die ist zornig. Another will seed. Another will seed. And it looks like that's the last one, too. Yes. Also, herunterklettern? Ah. Hochklettern? Ich möchte... Nee, das Gegenteil von... So. Safe room. Safe room. Where are you? Hier bin ich doch aber eigentlich richtig. Also. Nee. Meine Orientierung funktioniert einwandfrei, Leute. Ganz bestimmt sogar. Hier runter, jetzt bin ich in der Nähe des Speicherraums. Gut. Jetzt können wir zum Eingang gehen. Hey. Pyramideneingang, Durchgang, Ende. Okay. Hoffen wir mal, dass ich nicht kämpfen muss, weil wir jetzt einfach nur die Calling Card machen. Hey, this ain't opening. Think there's a way to open it somewhere else? Hmm. This door... It looks familiar. Oh, Futaba's room! That's it! Why ain't it opening? It must be her cognition that no one can enter it. I'm surprised that you made it this far. Beyond lies the Pharaoh's chamber. So the treasure's still here? Indeed. However, you need my permission to open this door. Then open it for us! I cannot. You must have her invite you in. What the F? Ain't this your palace? What's she mean, Mona? The shadow is Futaba, but not Futaba herself. In other words, we need the real Futaba's permission. So we need to have Futaba-chan open her room and let us in? Considering that you made it all the way here, you may be able to do it. I guess we gotta return to reality for now. But I remember Boss saying that she won't let anyone in. Right. She's a serious shut-in. How will we convince her to allow us entry? Standing around here won't help. We'll just have to give it a try. That's what she wants, after all. I think that we should do it too, even if it means we have to force ourselves in. Someone sure is stoked about this. Hmm. We have no choice but to sneak in again. Joker, it's your call when we do this. Make sure you think of some excuses just in case Boss catches us. We're counting on you, leader. On that note, is everyone clear on what needs doing? Oh, that reminds me. Give me the calling card. The one Alibaba sent us. What are you going to do with it? We're the Phantom Thieves, you know. We gotta announce this. If the treasure's there when we get the room open, giving this to her will let us take it right away. Queen, help me think of what to write. I suppose. We got this covered. You decide on a good time we barge into her room. That's all you. Gut.
dann ab in den Safe Room und raus hier. Alright, let's take a break. Nee, das hat nichts mit dem Break zu tun, sondern ich möchte einfach nur zum Pyramideneingang. Ja. Und von da aus gehen. Well then. Das lief doch bedeutend besser als die letzten, als die letzte Runde. Yes. Okay. 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 Die Prangekarte ist fertig. Das ging schnell. Naja, ich habe ja vor der hier schon mal 3 geschrieben, schon vergessen. Aber ich habe mir fast alle Sätze ausgedacht. Das musst du nicht erwähnen. Geschmeidig, Ryuji. Die eigene Frage ist, wann wir zu Futabas Zimmer gehen sollen. Naja, ich finde, das muss unser Chef entscheiden. Er ist jetzt hier geschmeidig, aber er sollte wirklich seine Entscheidung sein, oder? Absolut, wir haben keine andere Wahl, als das durchzuziehen. Du entscheidest, Beagle. There you have it. Sounds like a pretty important task got pushed on you. Aber warum muss ich das entscheiden? No point in thinking about it now, though. Once you've made up your mind, just give the order as usual at the hideout. Ist jetzt meine ernst gemeinte Frage, warum muss ich das entscheiden? Oh! Krieg ich halt noch ein bisschen Charme? Okay. Oh! Ach, das ist. Ja, gut, ne? Nice. 37% sind für uns, aber wir sind ja auch gerade sehr inaktiv. Muss ich etwa zur Schule oder was ist das Problem? Seid ihr immer noch nicht fertig? Ich dachte, ich hätte klar gemacht, dass ich keine Geduld habe. Ohne Scheiß. Du hast gesagt, du würdest warten. Du brichst dein Wort. Völlig egal. Glaubt ihr etwa, ich würde euch nicht bei der Polizei verpfeifen? Ihr solltet mich lieber nicht ignorieren. Ich habe jede Menge Beweise gegen euch. Hä? Du hast Beweise? Unterschätzt mich bloß nicht. Es wäre ein Kinderspiel, eure Chatlogs an die Polizei zu schicken. Alter, bloß nicht. Bitte versteh uns nicht falsch. Wir wollen deine Hilfe wirklich. Und wir tun alles, was nötig ist, um unser Versprechen zu halten. Bitte, in dem Punkt musst du uns verglauben. Wir brauchen nur etwas Zeit. She doesn't seem to understand our circumstances. This Hitzewelle, ja. Alter, schon wieder 2 Anfragen. Prangercard checken. Warte mal, ich will eben was gucken. Hier, also. Takemi. Nee, es ist niemand da, ne? Ne, ist niemand da. Charge into Futaba's room. There's no point thinking it over now. Well, I got the calling card, so let me know when you decide. This is different from past cases. We'll be handing the calling card directly to Futaba herself. Once we give it to her, we'll head straight into her palace. There won't be any time for prep work in between. So make sure you're ready beforehand. Are you sure we're ready to go? Once Futaba sees the calling card. Yeah, yeah. Auf geht's.
Oh, so you're set on doing this? Looks like it's my turn to unlock the entrance. Forgive me, Chief. How will we convince Futaba to let us into her room, though? Even Boss is forbidden entry. Yes. That is the best course of action. You know a method? I think it's quite straightforward. Futaba doesn't know what we're doing inside her palace, correct? Hence, if we tell her we've come to steal her heart, she'll surely open the door and let us inside. Wait, that's it? Futaba wants to have a change of heart. After all, she contacted us for that express purpose. That desire should lead her to open the door as well. You're right. Our feelings should get through if we just try and talk to her. All right, I believe in Futaba. Come on, let's get this done. Das wäre schön, wenn mir das so einfach wäre. An eyeball? What's this? Huh. When did it get on here? Whoa! Who are you? I am the other you. Is this some kind of hallucination? It's different from usual. How long will you continue blaming yourself and shutting yourself away from the world? Blaming myself for what? For your mother's death. Don't you think it's time you grasp the truth of that moment? What happened before your eyes? What happened to your mother? The truth. Why did you choose to rely on the Phantom Thieves? That's... Are you simply going to shut yourself in and do nothing? Are you going to avert your eyes from the true answer? If so, I will kill them in your world. What should I do? Oh, die arme Kleine. Aber jetzt ist sie ja auch kurz davor, ein Phantomlieb zu werden. In so many times, Boss. There's no mistaking it. This is the same door as in the palace. Hello, Futaba. You're there, aren't you? Please, answer us. I doubt she'd answer. Alibaba, we know you're there. It doesn't matter if it's through chat messaging, just answer us. Du hättest mir sagen sollen, dass du herkommst. In order to steal your heart, we need you to open this door. We can't change your heart otherwise. Please let us in. Ich bin mental nicht darauf vorbereitet. Du hast leicht reden. The other you within your heart told us to have you open it. Deep down, you want to open this door, don't you? Das andere ich in mir? We're trying to uphold our promise, but you're the one resisting us. Gib mir etwas Zeit. 10 seconds. Das ist zu wenig. Wenigstens ein paar Minuten, bitte. Fine, but if Boss comes home, we'll kick down the door and enter if we must. Time's up, Alibaba. Okay, ich öffne jetzt. We need to change her cognition. Better to be completely safe than sorry. So she has to be the one to invite us in. Futaba, please open the door. All right, let's go in. Wow. What is this? Man hat es ja schon vorher ein bisschen gesehen. Information technology, biology, psychology. These are all technical books. She keeps herself cooped up in a room like this all the time? Where's Futaba? Where could she be hiding? The closet? She'll shut herself in to the bitter end, hmm? Even if that door's opened up, we'll get stopped again inside. I bet a fence or something formed right in front of the treasure now. This makes no sense! Explain yourself! Whoa, she talked! We needed to change your cognition. Unless we do so, we can't steal your heart. I highly doubt she would understand it, even if we explained it to her. So basically, my cognition is being a hindrance, keeping you away from the core of my cognitive world? Huh? She understood it? Sie ist ein bisschen schlauer als ihr. Why do you know about that? Who are you? Why'd you call yourself Alibaba and make things more complicated? If you wanted help, you could have just asked for it. It was...
embarrassed. Huh? Oh, my bad. I didn't catch that. Because I was embarrassed. I think I get it. Asking someone for help isn't that easy. Futaba, can you tell us more? How do you know about the cognitive world? Because I knew about it. Oh, that reminds me. Boss was talking about cognition or something before, right? You think this is related to how he was getting grilled by that one lady? Perhaps her mother was researching this cognitive science that was mentioned? Cognitive science with a PSI in front? Less science, more supernatural? That's important. Well, that certainly got her attention. It seems we're on the right track. So, cognitive science? Futaba, what was your mother working on? Please tell us. What happened? She's not answering. Yo, maybe save this for later? Seems she's been through some serious shit, so, you know. True. She did say things like, die. Hold on. Futaba-chan, did you really kill your mother? Whoa, you moron! Wasn't her death an accident? What actually happened? Maternity neurosis? Is that really true? On. We saw what your heart is like, but we still can't figure anything out. The mother that Boss told us about is completely different from your cognition. We want to hear the truth from your mouth. Mom was... one who killed her was... It's possible that she can't remember because her heart has become distorted. I'm so sorry, Futaba-chan. It's just that... I went through a lot myself, and I'm sorry. There! Now steal it! What's gotten into you all of a sudden? Come on! Hurry it up! We did come to steal your heart, but it's not really done right here at this moment. All you really had to do was open that closet door. I'm sorry we made you jump to conclusions. You don't have to be like that. I see. She went back in! What's the meaning of this? Did you guys trick me? No, please listen. There's a reason we had to do this. She's aware of the cognitive world, but it seems she doesn't understand how a change of heart occurs. Futaba, how much do you know about the cognitive world? I know that there's another world based on cognition, but I don't know how to get there. Can you guys go there? You said you saw my heart earlier. Yes, that's right. How do you do it? We use a smartphone app. An app? Yes. By entering the required information, we can go to the cognitive world. A name, a place, and a distortion. Those three. So in this case, Futaba Sakura, Sojiro Sakura's house, and... Futaba? You don't happen to have this app, do you? I don't. Thank goodness. Okay, then. Can you take me with you, too? Why are you even asking? Of course she can't come with us. I'll leave it to you, then. Good. And you better not forget about our promise, all right? Das war überflüssig, Ryuji. Oh, yeah. Almost forgot. The treasure's not gonna appear if we don't ever read this. A calling card? It's the one you prepared. Read it. I can't read it. It's too dark. You could just come out. It's embarrassing. What? I'll make sure she reads it, so you guys go on ahead. Futaba, make sure you read it, okay? Okay. Die ist so niedlich, die Kleine. Oh Gott, ist die niedlich. Let's see. Futaba Sakura has committed a great sin of drowning in sloth. Thus, we will rob every last bit of those distorted desires.
No. I'm going to die. 100% direkt? Ja, gut. Wobei, wir haben ja immer, glaube ich, 100% nach der Call Card. Good. Kitty, you again? Hat sie sie jetzt reden gehört? Also, sie muss die Reden gehört haben. Sie hat ja die App auch. Wenn wir ihr helfen, ob der Boss dann noch gediegener uns gegenüber ist? Die Sicherheitsstufe im Palast ist so extrem, dass mir selbst hier draußen die Haare zu Berge stehen. Hm? Und aber wollte doch unbedingt, dass wir ihr Herz stehlen. Es ist bloß los. Irgendetwas an diesem Ort stimmt ganz und gar nicht. Wie auch immer, es gibt jetzt nur noch eine Sache zu tun, nun da wir die Karte geschickt haben. Yeah. Aber hallo, egal was sich uns in den Weg stellt, wir schnappen uns den Schatz auf jeden Fall. Dann wollen wir doch mal... Raus hier. Let's go. The last seal here. Hey. Yo. Yeah. Nice. Das ist ja noch mal gigantisch groß, Leute. Ach ja, das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Jetzt zieht man es halt so ein bisschen in die Länge. Gar nicht, ne, gar nicht. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Keiner? Ich wollte doch sagen, irgendeiner in jedem Fall. Kann ich nicht jetzt einfach sagen, ich nehme so ein... laufen können. Hat er mich erwischt? Schade. Aber ich will die Person. Au. Persona! Persona! Vielleicht ist dann im Schock. On fire? You want more? On fire. Sehr schön. Das könnte technisch sein, dann kriege ich ihn in den Hold-up und kann die Starkattacke machen. So langsam check ich das Spiel nach 50 Stunden. Oh, mies, ey, mies. Let's go take the treasure. All right. That's all it takes for me. Show me your true form. Dass ich noch so viel kämpfen muss, ist ein bisschen belastend. Here's a rare one. Ja, weiß ich. Bringt mir aber nichts. Persona. There. Ich weiß nicht, wer dagegen schwach ist, aber... Ah, okay. Was? Kann ich kein Hold-up bitte? Nee. Persona! Nee. Persona! You can hit their weakness! Nee, ich weiß jetzt gar nicht so recht, was ich machen soll. Persona!
Amazing! Two enemies defeated! Persona! Persona! Hit confirmed! You got their weakness, Panther! Der greift mich ja nicht an, das steht fest, also. Let's go take the treasure. Die Katze weist mich aber auch immer wieder darauf hin. Ich will das Treasure-Ding haben. Ja, alles gut. Ich warte eher darauf, dass ich meine Elektroattacke nochmal verstärken kann. That was easy. Ist halt die Frage, ist das hier richtig? I'll reveal your true form. Das ist der Plan. War jetzt nicht so beeindruckend, sorry. Ich werde ja anhand von Futaba sehen, wie mein Leveldurchschnitt so ist. Weil, als ich ja den Yusuke dazu bekommen habe, war der deutlich schwächer. Mal gucken. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wie unfair. Da muss ich jetzt aber mal recht geben, dass das sehr annoying ist. You're mine. Looking cool, Joker. Persona! Ravage them! Looking cool, Joker! Persona! Habe ich irgendwas, was alle angreift? So klappen würde bei den anderen. Okay. So. Direkt hier oben. Was ist mit dem Rest da hinten? Ich frage mich, was da hinten ist. Aber ich kann doch da... Wenn ich da hinten jetzt was richtig Geiles verpasse... Oh Gott, Leute, sorry, aber ich habe ein bisschen... Ich möchte einfach nur wissen, was ich da hinten verpassen könnte. Außer nicht so viel, anscheinend. Okay, I'll reveal your true form. Das sieht so falsch aus, wenn der diese komische Schlangenbewegung macht, wenn ich ehrlich bin. Macht nichts, geht auch so. Ja, mach das. Ich war nicht so öde. Ja, von mir aus. Naga-Maske erhalten. Na gut. Ja, habe ich. Cool, ne? Okay. Persona sammeln ist auch so ein bisschen wie Pokémon sammeln, ne?
Habe ich richtig erkannt, aber wo kann ich jetzt... Warte mal. Ah, da hoch. Joker! Show me your true ja, ich habe die Treasure Chest gesehen, deswegen bin ich auch dahin. Schusswaffenresistenz, danke. Persona! Was? Skills won't do anything. Let's switch our methods. Warte mal, kann ich sagen, ich... Gruppenmitglied... Jitsu Yusuke... Ja. Leave it to me. I'll use my persona. Oh Gott, nee. Persona. Ja, sorry für meine Verwirrtheit gerade. Ich wollte eigentlich das Yusuke, weil er hat nämlich Eis. Das ist es auch nicht. Jetzt reicht's hier aber mal. Da soll er doch fliehen, dann hab ich meine Ruhe. Scheiße. This is my other self. Someone heal her. What? Das war gemein. Das war jetzt richtig gemein. Das ist jetzt aber technisch. Und dann kann ich ihn Hold-Up machen. Kein Hold-Up. Oh, Mist. Let's go. Es hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich es mir gewünscht habe, aber sei es drum. Und ein Hold-Up. Komm. Dann machen wir nächste Folge nämlich ihren Schatz. Schaden bei allen Gegnern. Wo ist das? Sturmhieb. What a skill. Alright. So, jetzt nehme ich den Schatz hier noch. Und ich glaube, dann können wir ganz locker und entspannt nächste Mal zu dem... zum Schatz von ihr gehen. Meine Lieben, dann mache ich hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein.